Ja, weiter geht's. Ohne große Pause. Schön. Das war der Reinfall des Jahrzehnts, ey. Und ich war so dicht dran, das Vieh zu töten, ne? Jetzt bin ich echt wieder ungeduldig. Naja, was soll ich machen? Gib mir halt auf Eier. Der Part 5, der kann mich mal. Wenn es in Part 5 war. Auf jeden Fall, wo hier die Stage angefangen hatte. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich mindestens 2 Stages schaffe. Diese und die nächste. Aber nö, ich musste mich ja als unfähig erweisen. Verdammte blöde Unfähigkeit, ey. Blödfähigkeit, ey. Oder Blödheitsfähigkeit. Ach. Whatever. Genau, was auch immer. Ich meine, Englisch kann ich nicht wirklich, aber so ein paar Wörter. Weiß nicht, komme manchmal irgendwie raus, die ich aufgeschnappt habe. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Warum ich das tue. Eigentlich will ich es gar nicht. Weil es mich schon oft genug anpisst, wenn ich dann dort irgendwie kompetitiv. Kampfart oder Training oder sowas höre, denke ich mir so, kannst du gleich komplett in Englisch sprechen, wenn du mich so vertext mit Englisch. Ich habe nichts gegen die Sprache an sich, aber wenn ich mir ein Video angucke, wo auch Sachen erklärt werden, dann hätte ich halt auch mal verstanden, was diese Begriffe bedeuten. Ich verstehe nur nicht, warum immer alles eingeenglischt werden muss, was es auch locker auf Deutsch zu sagen gibt. Naja. Farmen, Farmer. Ich meine, das muss ja nicht unbedingt Englisch sein. Oder? Gut, geht doch. Ich dachte schon, das geht wieder in die Hose, ey. Ich meine, wenn es so Eigennamen sind, so wie Mega Man, dann kann man ja ruhig beim Englischen bleiben. Aber so Wörter. Oder nehmen wir mal League of Legends. Spiele ich zwar schon länger nicht mehr, weil mir die Großteil der Community total auf die Eier geht. Ich bei dem Spiel nicht unbedingt so das Erfolgserlebnis habe, weil in jedem Spiel fange ich ja sozusagen immer wieder von vorne an mit Level 1. Kommt natürlich auch den Spielmodus an. Ich hätte gerne wirklich so ein, du hast dir was verdient, das kannst du dann auch in die nächsten Dinger reinnehmen. So wie bei Mega Man halt mit den Waffen der Bosse. Vielleicht auch sogar die E-Tanks. Hat man wenigstens wirklich so ein richtiges Erfolgserlebnis. Und geht doch! Warum nicht gleich so, du Vollidiot von Spieler? Also ich. Warum nicht gleich so? Es muss hier extra langer Fail-Part werden, was ich nicht haben wollte, aber... Ach, leck mich. Im Übrigen, wir haben es jetzt 4.25 Uhr und ich bin arschmüde. Ich hätte dieses Spiel nicht anfangen sollen, um 2 Uhr anzufangen oder keine Ahnung, wann ich angefangen habe. Das hat echt Zeit gekostet. Gut, ich nehme lieber die Teil Place. Arschloch. Thank you.
For traveling with Deutsche Bahn. Mal sehen, ob ich den richtigen erwische hier. Ich glaube, das war der erste, oder? Ja, den will ich haben. War hier nicht irgendwie... Egal, scheiß drauf. Ich hätte auch den anderen Weg nehmen sollen. Scheiß drauf. Zwei E-Tanks verpasst. Was soll's. Warte mal, ist das... Stage 2. Pico Pico Kuh, ne? Aua! Okay, das ist ein Fall für Woodman. Nein, nicht Bubble Man. Woodman, dachte ich. Okay. Okay. Ich habe eine Menge Energie verbraucht. Muss ich mal sagen. Das hat mir aber auch abgeschwächt hier. Nee, doch nicht. Da ist es ja, diese zwei nebeneinander. Okay, weiter. Wow, da hatte ich mir fast in die Hosen gemacht gerade. War nur fast. Und da haben wir den Bossraum. Und ich sag gleich, ich weiß nicht, von wo die Teile kommen. Unter anderem Grund, warum ich diesen Gegner hasse. Okay. Fuck. Okay. Haben wir doch schon fast platt den Gegner. Der letzte. Und besiegt. Sayonara. Gut. Warum nicht gleich so? Das war Pico Pico Kuhn. Bei dem Drachen weiß ich immer noch nicht genau, wie er heißt. Vielleicht einfach nur Dragon. Jetzt kommt der ganze Dozer und danach kommt die Scheiß-Stage mit dem Scheiß-Boss. Der ganze Dozer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.